Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Innerhalb weniger Wochen störten Studenten die Vorlesungen des rechtskonservativen Wiener Historikers Lothar Höbelt, forderten seine Entlassung und protestierten dann gegen die Einladung der Feministin Alice Schwarzer. Die beiden verbreiteten Rassismus und Islamophobie, hieß es, und hätten an Universitäten nichts verloren. Kritiker warnen dagegen vor Zensur und einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Woher kommt diese neue Empörungswelle? Wo liegen die Grenzen des Sagbaren? Und was ist aus unserer Streitkultur geworden? Unser Thema heute, Krawall im Hörsaal. Was darf man heute noch sagen? Ich freue mich auf diese Gäste. Jutta Dittfurt, die politische Aktivistin, begrüßt die Proteste. Wenn die Uni rechte Meinungen nicht eindämmt, müssen die Studenten das selbst in die Hand nehmen. Konrad Paul Liessmann, der Philosoph, widerspricht. Wer einen anderen am Reden hindert, erstickt auch dessen Argumente. Das ist einer Universität unwürdig. Adriana Novakovic, die Vorsitzende der Hochschülerschaft, ist überzeugt. Meinungsfreiheit muss dort enden, wo sich jemand angegriffen fühlt. Jörg Babarowski, der Historiker, wird seit Jahren von Studenten angefeindet. Seit dieser Rufmordkampagne ist mein Leben nicht mehr dasselbe. Stefan Petzner, der ehemalige Wahlkampfleiter von Jörg Haider, sagt, die wachsende Polarisierung der Politik führt zu immer erbitterteren Meinungskämpfen in der Gesellschaft. Herr Liessmann, an Wiener Unis, Universitäten kam es innerhalb kurzer Zeit zu mehreren Protesten gegen unliebsame Redner, die nach Ansicht der Studenten rassistische und islamophobe Ansichten vertreten und also deswegen nichts, wie es hieß, in Hörsälen zu suchen hätten. Können Sie die Empörung irgendwie nachvollziehen? Ich fühle mich lebhaft an meine Jugend erinnert. Waren Sie auch empört? Natürlich war ich auch empört und ich habe auch gedacht, ich weiß genau, was richtig und was falsch ist und wer etwas sagen darf und wer nichts sagen darf. Waren Sie bei Störaktionen dabei? Natürlich waren Störaktionen dabei. Und hätten wir die Macht gehabt, unliebsamen Professoren das Wort zu entziehen, hätten wir es natürlich getan. Das Einzige, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass einige dieser Positionen, gegen die ich damals opponiert hatte und die ich am liebsten verboten hätte, mittlerweile die Positionen sind, die ich selbst vertrete. Das heißt, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Manchmal früher selber welche. Und jetzt hätte ich eigentlich nicht gern, dass ich damals die Macht gehabt hätte, mich selbst zu verbieten. Das heißt also, ich denke, man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen einem Meinungsdisput oder Kampf um Meinungen in einer politischen Öffentlichkeit und dem akademischen Boden. Aber Sie sagen, Sie sind heute froh, dass es Ihnen nicht gelungen ist, das zu verbieten. Glauben Sie, dass die Beweggründe, die Sie hatten und Ihre Generation hatte und die Beweggründe, die es heute gibt, eigentlich identisch sind oder sind das Unterschiede? Identisch sind sie nicht, aber sie sind, soweit ich das beobachten kann, natürlich ähnlich. Also der Faschismus und der Kampf gegen Professoren, die ja in meiner Studentenzeit noch tatsächlich in ihrer Jugend vielleicht Nazis gewesen waren, das ist in der Tat nichts Neues. Das hat sich offensichtlich fortgesetzt. Natürlich sind auch Themen dazugekommen, die in den 60er Jahren keine Rolle gespielt haben. Islamophobie zum Beispiel. Beweggründe fortgesetzt, sind das die gleichen oder sind auch die Dinge, gegen die man protestiert? Weil dann wäre es ja irgendwie berechtigt, dass man sagt, da hat sich noch immer nichts geändert, wir müssen noch immer protestieren. Es hat sich natürlich was geändert, ja. Ich denke, heute habe ich eher das Gefühl, man protestiert gegen die ganz, ganz wenigen, gegen die man überhaupt noch protestieren kann. Es ist ja nicht so, das, was der Kollege Höbelt vertritt, ist ja nicht der Mainstream der Wiener Geschichtswissenschaftler, der österreichischen Geschichtswissenschaft. Das heißt, das sind Ausnahmefälle. Sozusagen diese Art und Weise im Rahmen eines akademischen Kontextes, ja, mit Grenzen der Meinungsfreiheit zu operieren, finde ich prinzipiell falsch, weil ich denke, an Universitäten geht es nicht um Meinungsfreiheit. Meinungen interessieren mich übrigens im akademischen Rahmen überhaupt nicht. Argumente eher. Sondern geht es um Gedankenfreiheit. Ja? Und der Gedanke ist etwas, was argumentiert werden kann. Und dann habe ich mir
tatsächlich, und das habe ich schon auch gelernt durch meine eigene Erfahrung, nämlich durch die Erfahrung, dass Dinge, die ich als junger Mensch sozusagen am liebsten auch abgewehrt hätte, gar nicht zur Kenntnis genommen hätte, wenn man es ein bisschen genauer studiert, dann doch das eine oder andere für sich haben können und es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn man nicht damit übereinstimmt. Das verbaut man sich, wenn man es verhindert. Natürlich, na klar, weil verhindern heißt einfach, ich brauche diese Argumente gar nicht mehr anhören, mir gefällt das nicht, es berührt mich unangenehm, nein. Noch einmal, dort, wo es um Meinungen geht, Meinung soll am liebsten jeder für sich behalten, deswegen heißt es ja auch Meinung. Ja? Dort kann man sagen, also das tut mir jetzt weh, das ist mir unangenehm, behalte das bitte für dich. Ja? Muss ich mir auch gar nicht anhören, ist okay. Aber wenn es um Wissenschaft geht, wenn es um Argumente geht, wenn es um Theorien geht, die ja alle argumentiert werden müssen, sonst sind sie nicht Wissenschaft, da bedeutet es zu sagen, das höre ich mir jetzt gar nicht an, bedeutet tatsächlich mit dem Denken aufhören. Und zwar aufhören, bevor man überhaupt damit angefangen hat. Und das finde ich schon bemerkenswert, so einen jungen Menschen, von dem man sich denkt, die sind ja neugierig darauf, was gibt es an Theorien, an Argumenten, was kann ich auch an Gegenargumenten entwickeln. Da gleich zu sagen, will ich gar nicht hören, ist seltsam. Frau Novakovic, Sie studieren Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Wien, sind seit kurzem Vorsitzende der österreichischen Hochschülerschaft, vertreten also die Anliegen der Studierenden. Wenn Sie das gehört haben, was Professor Lissen, dann sagen, warum wollen die Studenten diese Argumente nicht hören? Warum sollen die nicht vorkommen? Also ich finde es eins mal klarzustellen, dass man hier die Studierenden als überempfindlich darstellt, nur weil man Gegenmeinungen hört, das ist irritierend und das ärgert mich, weil die Studierenden, vor allem die Studierenden, einen kritischen Diskurs wollen im Hochschulraum oder auf den Hochschulen. Aber wie kann der stattfinden, wenn die Vortragenden am Vortragen gehindert werden? Die werden ja nicht gehindert. Wir fordern, die Studierenden fordern ja nicht, dass irgendwie Meinungen nicht abgetan werden. Die Studierenden haben gefordert, dass Frau Schwarzer nicht vortragen darf. Nein, in dem Statement oder die Studierenden, die das gefordert haben, die wollten einen breiteren Diskurs haben. Sie wollten verschiedene Meinungen. Niemand spricht die Meinung von Frau Schwarzer ab. Das ist ganz wichtig hier zu sagen. Es ist wichtig zu sagen, dass die Meinung von Frau Schwarzer nicht die alleinige ist. Es ist wichtig, einen breiteren Diskurs einzubinden. Die Forschung, die feministische Forschung hat sich in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten weiterentwickelt. Und es ist wichtig, dass man verschiedene Wissenschaftlerinnen und Feministinnen mit einbezieht. Das heißt noch lange nicht, dass man Alice Schwarzer ausladet oder ihr die Meinung abspricht, ganz im Gegenteil. Wie war es denn beim Professor Höbelt? Das ist muss man sagen, das sind zwei verschiedene Thematiken. Das darf man nicht in einen Topf werfen. Man muss sich vor die Augen halten, dass Herr Höbelt in vielen Bereichen in seinem Gebiet menschenverachtliche Aussagen getätigt hat, Ideologien verbreitet hat, die Können man. Können Sie da Beispiele nennen? Es sind wenn man die Biografie oder wenn man sich den Herrn Höbelt mal anschaut. Dann kann ich eine ganze Liste aufziehen, mit was er gemacht hat. Wenn man sich bei auf einer bitte, haben Sie ein Zitat? Wenn man sich auf einer Herbstakademie einer FPÖ-nahen Tagung dahinstellt und dort Beiträge leistet oder bei einer rechtsextremen Zeitschrift wie die Aula dort regelmäßige Beiträge tätigt, dann ist es problematisch zu sehen. Aber käme es nicht darauf an, was in diesen Beiträgen gesagt wird? Also wenn man in solchen Medien Beiträge von sich drucken lässt, dann glaube ich, hat man eine gewisse Intention und eine gewisse Meinung. Das heißt, wenn man in gewissen Organen publiziert, egal was man publiziert, ist man disqualifiziert für die akademische Lehre, würden Sie sagen? Mal Beispiele. Also, wenn jemand bei einer Vorlesung Göring-Zitate als positiv bezeichnet, ist das schon problematisch. Im Hinblick auf den geschichtlichen Hintergrund Österreichs nimmt, von dem Land, aus dem die Shoah ausgegangen ist, Auschwitz ausgegangen ist, muss man sich da Standards setzen, man muss sich dann da bewusst sein, dass man hier solche Meinungen, solche Ideologien, die nicht vertretbar sind, im Hinblick auf den geschichtlichen Hintergrund, dass man das zu einer Normalität oder quasi als normal erachtet, aber dann sind kritische Studierende. Haben Sie ein Zitat, ein Beispiel? Mir ist das neu. Ich glaube, er unterrichtet Geschichte, Sie studieren Geschichte. Laut Profil, ich selber war nie beim Herrn Höbelt irgendwo in einer Vorlesung. Und laut Profil hat er die Waffen-SS als Kinderfreundin der SPÖ bezeichnet. Wenn man das macht. Waffen-SS als?
als Kinderfreunde der SPÖ bezeichnen. Können Sie im Profil ja gerne lesen. Also laut Profil, sind ja verschiedene Studierende ja auf uns zugekommen, die gesagt haben, es gibt halt Problematiken beim Herrn Höbelt. Herr Professor, Sie kennen den Herrn Professor Höbelt ja wohl auch persönlich. Sie unterrichten beide an derselben Universität. Sie wissen, was er publiziert und was er schreibt. Würden Sie sagen, dass das, was der Professor Höbelt in seinem Unterricht, in seinen Thesen zur Geschichtswissenschaft sagt, von einer Art ist, dass man es an der Uni unterbinden muss? Also ich habe sogar, wenn ich mich richtig erinnere, mit Kollegen Höbel gemeinsam in einem Seminar als Student gesessen von Professor Lutz, bei dem wir beide studiert haben. Also ich kenne ihn so gesehen sehr lange und aus einer politischen Gesinnung hat er nie ein Hehl gemacht, schon als junger Student nicht. Das war bekannt und ich bin jetzt wirklich kein Freund seiner Thesen. Ja, und ich glaube also auch, dass da einiges tatsächlich höchst diskussionswürdig ist, auch vielleicht was seinen Stil betrifft, durchaus. Aber auf der anderen Seite, soweit ich das beurteilen kann, ist es sozusagen jetzt im Rahmen dessen, was wissenschaftlich argumentierbar ist, sehe ich keinen Grund, sozusagen hier anders gegen ihn vorzugehen, als genau, wenn man etwas für nicht richtig hält oder wenn man glaubt, das lässt sich so in dem Kontext nicht sagen, dass man versucht, dagegen zu argumentieren. Und diese Möglichkeit hat jeder Student, jede Studentin in seiner Vorlesung sitzt, ja, hat diese Möglichkeit und er lässt, soweit ich das mitverfolge, diese Debatten ja natürlich auch zu. Aber vielleicht können wir uns kurz anschauen, nach einer Diskussion und Austausch von Argumenten hat das nicht geklungen. Wir können uns das kurz anschauen. Im Bild. Ja, also so schaut üblicherweise, glaube ich, nicht der Austausch von Argumenten aus. Frau Diepfurt, Ihre Studienzeit war stark geprägt von der 68er-Bewegung. Damals haben die Studenten gekämpft gegen verkrustete Strukturen und den immer noch herrschenden... Aber die Studienzeit war ja trotzdem noch davon geprägt. Ja, man musste ja nicht 68er, ja, aber das war doch geprägt vom Geist der 68er, wenn Sie kann meinen? Man, glaube ich, schon sagen, oder? Nein, wenn Sie mal meine Biografie erzählen wollen, ist schon okay. Ja. Also wenn die 68er nur auf 68 einschränken könnte, wäre es vielleicht besser in der Welt. Ja, aber man kann nicht. Man kann nicht. Ja, eben, ja. Wer redet jetzt also gerade mit wem? Es ging um verkrustete Strukturen, um den noch herrschenden Geist der Nazizeit. Jetzt könnte man sagen, hat auch Professor Lismann angedeutet, die sind ja dann doch eigentlich überwunden, oder? Wogegen richtet sich jetzt dieser Protest? Ich finde, das verzettelt sich jetzt schon im Anfang, diese Diskussion. Weil man muss das, ich versuche mal das Feld, wo ich glaube, auf dem diese Debatte stattzufinden hat. Wir leben inzwischen nach den Jahrzehnten veränderten Gesellschaften, nach Mauerfall, nach Auflösung der Sowjetunion, nach Weltwirtschaftskrise, leben wir in Deutschland und auch in Österreich, wenn auf auch andere Weise, in Gesellschaften, die stark nach rechts verschubt sind. Deswegen möchte ich nicht darüber reden, ob es jetzt nach so und so viele Jahrzehnte nach der Shoah wieder eine ganz normale Meinung sein kann, Antisemitismus zu relativieren, Rassismus zu vertreten, den meinetwegen auch neu ökologisch zu begründen oder überhaupt Rechtsradikales von sich zu geben. Also von Studenten zu erwarten, von denen man ja vor ein paar Jahren noch gesagt hat, sie seien so schrecklich unpolitisch. Ich bin froh über die Studenten in Berlin, in Hamburg, in Wien, die sich äußern und die sich streiten und das auch erst lernen mit dem Streiten. Und da kann man auch Fehler machen, weil das notwendig ist, wenn an Universitäten sich, was ja so klammheimlich, nicht nur in Wien, auch anderswo passiert, immer mehr frühere Burschenschaftler, immer mehr Rechtsradikale, immer mehr von links nach rechts gewanderte Wissenschaftler und Lehrende, die sich durchsetzen, dann wird der Erfolg dieser Entwicklung, wenn man den nicht aufhält, sein, dass es überhaupt gar keine Meinungsfreiheit mehr gibt. Das heißt, man muss beschreiben, es gibt ein Territorium von links bis konservativ, wertkonservativ, da bin ich unbedingt für offenen Streit und das wäre im Fall Schwarzer, an der hätte ich sehr viel zu kritisieren und auszusetzen und Adiran hat vollkommen recht, sie vertritt nicht den neuesten und besten Stand der feministischen Theorie und ist ein einziges historisches Beispiel. Das heißt, es gibt ein breites Feld für Streit
Aber es gibt eine ganz klare Grenze, die man setzen muss, gegen Rechtsradikale und gegen Nazis, und auch an den Universitäten. Wer konkret verstößt an den deutschen und österreichischen Universitäten gegen, Sie sagen, da wird Rassismus verbreitet. Wer verbreitet an österreichischen und deutschen Unis Rassismus? Wer? Also den Höbelt halte ich für einen klassischen Fall. Jemand, der Göring sozusagen positiv in Lesungen ins Spiel bringt. Jemand, der sagt, die SS sei sozusagen ein Jungfreundeskreis der SPÖ gewesen und ähnliche Geschichten. Alles, was ich über den gelesen habe, ich kannte diesen Herrn vorher nicht, war so widerlich, dass es sowas von eindeutig ist, dass man darüber überhaupt noch nicht mal streiten muss. Interessant wird es, wenn ich mit Herrn Barbarossa streiten würde, wo ich sozusagen wo ich sage, okay, wenn man jetzt sagt, was Studenten früher alles falsch gemacht haben, dann kann man sagen, ja, ich war bei den Anti-Autoritären und ich fand es ziemlich eklig, was manche Studenten gemacht haben, wenn sie körperlich jemanden angegangen haben. Jetzt halten Sie mal die Klappe. Sie haben ja vorhin schon gedroht, dass ich jetzt was erleben werde, aber Sie sind einfach nur eine Schwarzbacke. So, Schimpfworte. So, das nennen meine, Sie höheren Sie sind universitären ein Diskurs. Jetzt ist, ich möchte mit Ihnen gar nicht reden. Wir sind doch nicht am Stammtisch. Genau das ist das Problem. Ich Sie haben mir vorhin gedroht, in das dieser ist Sendung genau der Punkt. Würde ich ja, durch Sie was Ihnen erleben. Bei Ihnen ist alles Tabu, kann ich was jetzt nicht weiter in Ihr Meinungsschema passt. Das ist Ihr Problem. Sie aber schauen Sie, jemand, der in der SPÖ, der Spezi vom Haider war, ist für mich ein Nazi und damit sind Sie für mich außerhalb des Kurses. So. Und die anderen Diskussionen führe ich gerne. Darf ich das heißt, was sagen? Wenn an Universitäten Professoren auftreten und den Holocaust relativieren, ist das eine so klare Grenzüberschreitung, dass ich nicht weiß, was die Vortäuschung von wir brauchen darüber noch einen Kurs, weil wir einen Diskurs nochmal, weil wir nochmal darüber reden wollen, ob Auschwitz nicht doch ein großer Freizeitpark war. Entschuldigung, welcher Historiker vertritt in Österreich, also relativiert in österreichischen und deutschen Universitäten den Holocaust? Sagen Sie mir ein Beispiel. Das ist alles ein strukturelles Problem. In Ihrer Sendung kommen ja Leute vor, die das tun. Ja, das ist ja keine Universität. Nein, das ist keine Universität. Ich habe ja gesagt, wir müssen die Gesellschaft aufmachen. Und die Thesen von Herrn Barbarowski finde ich überaus problematisch. Und das, was ich gerade sagen wollte, ist, ich hätte mit ihm schon in den 70ern ein großes Problem gehabt, weil er im Kommunistischen Bund Westdeutschland war. Nicht, weil das Maoisten waren, sondern weil deren Hauptführung, da mag er nicht drin gewesen sein, Pol Pot und die Roten Khmer und den Millionen machen Massenmord in Kambodscha pries. Und ich gehörte zu den Linken, die das widerwärtig fand. So, was? Ich habe aber schon so viele Leute von weit links an mir vorbei nach rechts ziehen sehen, dass das auch nur eine weitere Erfahrung ist. Jürgen Elsässer oder Rabil oder wer es nicht alles ich, gibt. Direkt angesprochen. So, nein, aber was ich wollte noch einen Satz dazu, wenn ich darf. Ich will Sie auch gar nicht persönlich beleidigen, nur wir haben nur eine riesige Differenz. Und wenn man dann, ich habe es gelesen natürlich in der Vorbereitung zur Sendung, wenn man dann sagt, okay, das war so die Vergangenheit und Sie reden ja da auch offen, relativ offen drüber. Und dann geht man hin nach der Auflösung der Sowjetunion nach Mauerfall. Und Sie haben sich dann, glaube ich, dies Fürchterliche angetan, sich 15 Jahre lang in stalinistische Archive zu setzen und sich sozusagen die Befehle Stalins zur Ermordung von Oppositionellen anzutun. So, dann frage ich mich zwei Sachen. Wenn ich sage, man muss aufarbeiten, woran man selber beteiligt war, dann hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht Mao oder Pol Pot ist, aber okay. Und wenn ich mich dann mit Stalin beschäftige, 15 Jahre in Archiven arbeite, was ich oft sehr tue als Sozialhistorikerin, und hinterher ein Buch über die Gewalt schreibt, und darin kommt nicht ein einziges Mal der Antisemitismus vor, dann habe ich mit Ihnen ein schwerwiegendes Problem. Aber bitte. Soll ich gleich mal etwas sagen dazu? Also was mir missfällt, ist erstmal, dass wir schon wieder über Personen reden. Das ist, glaube ich. Wir sind Personen. Naja, das ist mir schon klar, dass Sie eine Person sind. Aber als Wissenschaftler bin ich an Personen gar nicht interessiert. Ich habe mich auf diese Sendung gar nicht vorbereitet, habe auch nichts von mich in Ihren Personen gar nicht beschäftigt, weil ich denke, dass es gut ist, dass man blind ist, wenn man Argumente austauscht für die anderen Personen. Sie gar nicht erstmal beurteilen, sondern mich interessiert im Grunde nur ein Argument. Wir reden hier schon wieder über Personen und etikettieren sie. Der eine ist ein Nazi, der andere hat angeblich irgendetwas über Göring gesagt. Es ist nicht ich so ganz, auf das aber bezogen, ganz klar, was Sie geschrieben es ist, haben. Naja, ich, es sind ja mehrere. Aber wir sind doch keine Babys. Also wir führen ja jetzt kein, auf ihre Bücher, wir führen ja jetzt kein Zwiegespräch, sondern wir führen ja eine Diskussion in der Runde und ich würde gerne. Ich antworte Ihnen auch gleich, würde gerne auf die Probleme eingehen, die wir hier thematisiert haben. Das eine ist, dass wir aufhören sollten, über
Personen zu sprechen. In der Politik wird mit harten Bandagen gekämpft. Das muss auch so sein. Im Wahlkampf wird ausgeteilt und da wird auch einmal die Unwahrheit gesagt. Und es werden andere Politiker werden hart angegangen. Das ist aber richtig, im Wahlkampf ist das so. In der Wissenschaft geht es um die Plausibilisierung von Argumenten. Es geht darum, Studenten beizubringen, ob ein Argument, das vorgetragen ist, plausibel ist und es muss belegt werden. Und die beste Übung, die man machen kann, das mache ich immer mit meinen Studenten, ist, dass jeder übt, sich selbst zu widerlegen. Also versucht, die Welt aus der Sicht der anderen zu sehen, auch wenn einem das überhaupt nicht gefällt. Und zwar unabhängig davon, ob man irgendjemanden sympathisch findet oder nicht. Darum geht es nicht, Herr Liesmann hat es gesagt, es geht in der Wissenschaft nicht um Meinungen. Wer Meinungen hören will, kann das am Stammtisch tun. Im Seminar und in der Vorlesung geht es um den Austausch von Argumenten. Und jetzt, wir haben das gerade diese kleine Szene da gesehen. Ich kann nicht beurteilen, was Herr Höbelt geschrieben hat. Das habe ich nicht gelesen. Ich habe den Kollegen zweimal bei Vorträgen gehört, habe ich nichts Anstößiges gehört. Ich finde aber diese Art, wie der Mann am Reden gehindert wird, finde ich einfach nicht schön. Unabhängig davon, was jemand vertritt, man muss sich in einer solchen Situation in die Lage hineinversetzen, wie es sich anfühlt, als Einziger einer schreienden Menge entgegenzustehen. Wenn Sie sich das einfach was vorstellen, dass wenn man eine Meinung kundtut, dann muss man auch mit Kritik auch natürlich leben. Und das war ein legitimer, verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte gar nicht. Inwiefern war das körpfliche Bedrohung? Verstehen Sie das ist Kritik. Sie würden sagen, das war Kritik. Das ist Protest von einem legitimer Zivilisierten. Aber er redet ja vom Austausch von Argumenten. Entschuldigung. Ja, aber das ist ja genau das, was ja doch gewollt. Niemand spricht jetzt hier, also das ist ja, es wird ja immer wieder gefordert, dass es einen Diskurs gibt auf den Hochschulen. Aber das wird doch dieser gar nicht Diskurs bestritten. Ist ja eigentlich nur gestartet, weil sich Studierende hingestellt haben und protestiert haben und gesagt haben, wir möchten Teil dieses Diskurses werden. Sie sind ein großer Teil dieser Bildungseinrichtung. Die Studierenden sind ein wichtiger Teil und dann ist es wichtig, dass sie doch auch. Können Sie sich auch anhalten, aber auf äußern, Sie lassen, auch Sie lassen das Sie doch wollen in Berlin das eben, das auch nicht zu. Das ist doch... Wenn zwei Studenten, Bafta Sarbo und Juliane Ziegler, ihr Institut kritisieren und das Projekt, was sie dort durchziehen an der Uni, und sie nennen die dann auf Facebook öffentlich linksextreme Fanatikerinnen und saudumme oder irgend sowas ähnliches Studentinnen, dann ist das kein Meinungsaustausch und ist nicht unpersönlich und ist nicht wissenschaftlich, sondern das ist eine Unverschämtheit. Und ich bin begeistert, dass Sie dagegen vorgegangen sind. Ich kenne diese beiden Damen überhaupt nicht. Und in diesem Rahmen sind Sie vom OLG Köln. Ist Ihnen klargemacht worden, wenn Sie auf einem Urteil bestehen würden, dann würde das rechtsradikal der Vorwurf, der Ihnen gemacht wurde, Entschuldigung, jetzt muss halten. Jetzt ist aber wirklich mal Feierabend. Wir können auch über Ihre Wissenschaft reden. Entschuldigung, jetzt ist aber wirklich mal Schluss. Das lasse ich mir warum nicht ist von, Stalin das schlimmer lasse als Hitler? Ich mir nicht, das lasse ich mir hier nicht bieten. Wenn ein Gericht erklärt, in einem Urteil, es sei von der Meinungsfreiheit gedeckt, dass jemand rechtsradikal genannt werden kann, dann heißt das, dass ich Sie so nennen darf. Dass ich jedermann so nennen darf. Es heißt nicht, dass ich es bin. Das ist etwas völlig anderes. Und das wird hier, glaube ich, komplett. Ich darf Sie auch so nennen. Das hat das Gericht. Nein, dürfen Sie nicht. Doch, das darf ich. Das Gericht hat genau das gesagt. Ich könnte Sie so verklagen. Ja. Nein, von der Meinungsfreiheit. Ich glaube, Sie haben das überhaupt nicht verstanden. Ich habe das Urteil sogar gelesen. Gut. Gut. Ja. Herr Betzner wollte sich äußern, weil mit dem Vorwurf, ein Nazi zu sein, konfrontiert war. Nicht? Und Schweinebacke und was haben Sie noch gesagt? Schwarzbacke war es nicht. Schwarzbacke, wurscht, ungefähr das Gleiche. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen einmal ein Foto zeigen, damit Sie wissen, wer die Frau Jutta Diefurth ist. Vielleicht kann man das kurz einblenden. Die vorher den Mauer. Nein, man muss. Entschuldigung, darf ich das jetzt mal erklären? Die Frau Diefurth, die vorher den Mauerfall gepriesen hat, hat im Jahr 1990 für den Erhalt eines sozialistischen Regimes die Leute bespitzelt im Bautzen ins Gefängnis gesperrt haben, unschuldig. Da haben sie demonstriert, ich sage Ihnen, nie wieder Deutschland gegen die Annexion der DDR. Sie waren toll. Bei dieser Demonstration dabei. Also erzählen Sie mal nichts von Demokratie und erzählen Sie mal nichts davon, dass ich Nazi sei. Sie haben bei solchen Demonstrationen mitgemacht. Ja, das war eine tolle Demo. Ich lasse mir viel vorwerfen, aber keinesfalls, dass ich ein Nazi bin. Sie sind ein Nazi. Dann werden wir das vor Gericht klären. Aber das nur mal zu Ihrer Person. Sie sind eine Person, die ein sozialistisches
kommunistisches Regime, das Menschenleben auf dem Gewissen hat, wo Menschen auf Mauern erschossen wurden, haben Sie für dieses Regime demonstriert. Erster Punkt. Also der zweiter Punkt, damit bin ich schon fertig mit Ihnen. Zweiter Punkt, was wir erleben in Wahrheit. Warum laden Sie so jemanden? Was wir erleben in Wahrheit. Ah, danke. Das war die Reaktion. Schauen Sie, wenn. Da beginnt es bei grundsätzlichen Höflichkeiten, meine Damen und Herren, damit Sie das auch zu Hause wissen. Nie ich bin ein Mensch. Nie wieder Deutschland. An Sie waren jetzt nicht die Idee, dass wir miteinander reden, nicht mit anderen. Aber die Leute sollen zu Hause wissen, was vor dieser Sendung passiert. Das hören Sie auch, wenn wir miteinander sprechen, ist kein Problem. Ich gehöre zu dem Teil der Linken. Der Herr Professor Liesmann hat etwas sehr Schönes gesagt, nämlich die Gedankenfreiheit. Und ich bin ein Mensch und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Dann haben Sie aber ein Problem. Darf ich bitte ausreden? Nach mir nicht, aber wahrscheinlich müssen Sie. Aber da sind wir schon. Wie soll so ein Diskurs möglich sein? Wissen Sie, schauen, geht auch zu mir kommen viele, viele Menschen auf der Straße zu, die oft zu mir sagen, ich bin ein Linker, ich halte Sie so, wie Sie sagen. Für ein Rechtsaußen, was auch immer. Und dann sage ich immer, sprechen wir darüber, diskutieren wir darüber, ich akzeptiere deine Meinung. Ja? Und das nenne ich gesunden Diskurs. Einem Menschen den Handschlag zu verweigern, so wie Sie das vor Beginn der Sendung gemacht haben, ist für mich das glatte Gegenteil einer vernünftigen Auseinandersetzung. Und in Wahrheit ist Ihre Verzweiflung, die wir erleben, ja, sind ja die letzten Atemzüge einer gescheiterten 68er-Bewegung, wo wir jetzt eine Art Gegenpendelbewegung erleben, die ich so formulieren würde, dass ich sage, dass die neuen Konservativen von heute die neuen 68er sind in Wahrheit, die Rebellen, die Freiheit der Meinung verteidigen, die libertären Elemente des Staates verteidigen. Ja, Faschisten das sind total libertär. Was sie machen ist, durch, und das ist das Schlimmste, was man tun kann, durch die Formulierung von Tabus, was sind Tabus? Tabus zu formulieren ist nichts anderes als der Versuch, unliebsame Themen aus dem Diskurs auszuschließen. Und genau das machen Sie mit solchen Aktivitäten, machen Sie mit der Frau Schwarzer und anderen. Es gibt einen Schlusssatz noch, weil Sie zur Gedankenfreiheit gesagt haben. Das ist genau das, wo man nicht einfach ein wunderschönes Zitat, denken Sie drüber nach, ein Satz noch. Frau Dierfurth, für Sie, du kannst den Sänger in Ketten legen, aber niemals sein Lied. Merken Sie sich das. Ist das süß. Herr Liesmann, ist das irgendwie... Merken Sie, Sie können noch so nicht mal meinen Namen richtig aussprechen. So wie das hier klingt, ist das eigentlich das, was wir an den Unis da erleben, also so in Teilen jetzt gesehen haben, ist das eigentlich nur die Übertragung dessen, was man so im gesellschaftlichen Polarisierungsprozess sieht? Oder was folgt da eigentlich wem? Das ist ja irgendwie also schon sehr aufsehenerregend. Ja, ich lasse mich nicht als Nazi bezeichnen, Herr Fleischacker. Da müssen Sie auch als Moderator einschreiten. Das ist also rechtlich relevant davor. Ja, aber Sie haben es ja eh gemacht. Also ich vertraue da voll auf Ihre Verteidigungsfähigkeit. Nein, es natürlich spiegelt sich jetzt in unserer Debatte schon einiges von den gesellschaftlichen Diskursen, die wir verfolgen können, vor allem in den sozialen Medien verfolgen können. Ich kann den Begriff Nazi so definieren, dass jeder, der mir irgendwie nicht passt, dann natürlich unter diesen Begriff fällt. Und dann brauche ich mich mit ihm nicht auseinandersetzen. Das ist relativ einfach. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dadurch auch nicht mehr möglich, sozusagen sachlich über bestimmte historische Ereignisse und vor allem die Bewertung von historischen Ereignissen zu diskutieren. Ich sehe es allerdings nicht so, dass das jetzt unbedingt an den Universitäten, soweit ich das erlebe, jetzt Mainstream-mäßig der Fall ist. Das sind ja aus meiner Perspektive diese drei Fälle, die wir jetzt heute zitiert haben und die wir heute diskutieren, das sind ja doch eher Einzelfälle. Das Einzelfälle im Sinne jetzt dieser Protestaktionen. Das sind meines Wissens sozusagen die ersten. Aber wurde nicht versucht, den Vortrag von Frau Schwarzer zu Ich stehe auch im Statement. Ich wollte nicht diskutieren. Und ich habe jetzt nur gesagt, dass sozusagen diese drei Ereignisse, egal jetzt. Nehmen Sie Lucke noch dazu? Oder den Lucke noch dazu? Ich fahre jetzt von Österreich. Okay. Nur von Österreich. Okay. Ja.
sind das jetzt für mich sozusagen zum ersten Mal solche auf medial hochgespielten Aktionen, die, das würde ich auch sagen, die natürlich jede dieser Aktionen hat ihre eigene, hat einen eigenen Hintergrund, hat ihre eigene Logik. Ich würde auch sagen, dass das, was bei Lothar Höbel passiert ist, nicht so also was anderes ist, als das, was bei Schwarzer passiert ist. Die Figuren sind anders, die Pointen sind anders. Natürlich, also... Ich möchte nur kurz diesen Gedanken zu Ende führen. Sozusagen, aber insgesamt steht mir jetzt vor der Frage, zeigen diese Aktionen, sozusagen so etwas wie einen Mentalitätswandel, sind die wirklich sozusagen signifikant für geänderte Einstellungen, für das, was man jetzt wirklich sozusagen eine Verengung des Diskursklimas nennen könnte. Und da sucht man halt nach Figuren, nach Möglichkeiten, nach Situationen, wo man das durchdrücken kann. Oder sind das Einzelfälle, die ja auch ihre durchaus amüsanten Züge haben und werden Einzelfälle bleiben? Ich wollte nur noch zu dieser einen Bemerkung von Ihnen, ja, dass es sich hier um eine Form bei diesem Protest, um eine Form der Auseinandersetzung der Studenten mit den Thesen dieses umstrittenen Professors gegangen ist. Ich habe mir dieses kurze Video auch angeschaut. Es waren nicht seine Studenten, die protestiert haben. Die Studenten, die die Vorlesung besucht haben, sind alle brav und still drin gesessen, wollten sogar die Protestierer irgendwie zugewandt. Zum Schweigen bringen. Ja, der Professor hat sie beruhigt und hat in Ruhe sich diesen, Protest angehört. Und nach 5 Minuten oder 6 Minuten sind die halt dann wieder aus dem Hörsaal gegangen. Das heißt, sie haben gar nicht das Interesse gehabt im Hörsaal. Einen kritischen es gibt Diskurs genug Studierende, die auf die verschiedenen lokalen Hochschulvertretungen kommen sind, mit die jemand nur gesagt alle, haben, dass der Herr Höbel problematisch ist. Bei diesen Aktionen waren Organisationen dabei, wie die jüdisch-österreichische Hochschülerinnenschaft, die quasi ja indirekt, also quasi, wenn Herr Höbel solche Aussagen tätigt, die teilweise antisemitisch sind, die rechtsextrem sind. Und da wird eine Gruppe diskriminiert und dann stellen sie sich hin und sagen, das geht so nicht. Man kann gerne diskutieren, man kann gerne einen offenen Diskurs führen. Und das ist auch, das ist ja auch durch die Studierenden dort auch durchgekommen. Aber man muss sich bewusst sein, dass man nicht andere Gruppen diskriminiert oder irgendwann herablassen. Sozusagen jemanden niederzubrüllen und zu fordern, dass er rausgehen soll oder entlassen werden soll, aber ist kein Diskurs. Worauf sich alle einigen können. Vor allem, fassen Sie mir nicht an. Was das für mich seltsam ist. Nein, es geht mir ja gar nicht. Mich haben jetzt sozusagen diese Argumente noch nicht wirklich überzeugt. Sollte es tatsächlich nachweisbar sein, dass irgendeine, ich mag jetzt gar nicht nur diese eine Person ins Zentrum. Das heißt, für Sie ist es quasi erst, wenn es strafrechtlich verfolgt wird, ist es dann quasi, das ist die Grenze. Aber wenn man tagtäglich einer Diskriminierung oder im alltäglichen Leben diskriminiert wird, ist man überempfindlich? Aber wer das ist sehr irritierend. Glaub, also das heißt, uns darüber einig das Problem sein ist, dass Personen, dass niemand hier auf diesem Podium oder nicht alle nicht wissen, wie es ist, tagtäglich sexistisch oder rassistisch oder homophob oder aufgrund des von Professoren, von Vortragen natürlich auch unter anderem, wenn man da diskriminiert wird. Das glaube ich, haben ich nicht glaube, viele das erfahren. Und das einigen. Können wir nicht beurteilen und dann sagen, die Studierenden sind überempfindlich, man muss ihnen sollen ihre Meinung nicht äußern. Es ist dann erst eine Diskrimination, wenn es strafrechtlich verfolgt wird oder wenn es strafrechtlich, wenn es mit aber dem Gesetz berührt. Wer zieht denn die Grenzen? Grenzen sind unter anderem die Leute, die sich quasi betroffen. Da würde ich was Prinzipielles gern sagen. Einerseits sollte man das Strafrecht nicht so beiseite schieben. Das ist genau der Rahmen, der genau diese Frage definiert, inwieweit die im Staatsgrundgesetz seit 1867 verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre garantiert ist. Das ist das eine. Nicht rauszögern lassen. Die war auch nicht immer garantiert in diesem Zeitraum. Das weiß ich schon. Deswegen sollte man sehr vorsichtig damit umgehen. Können wir mal deswegen sollte man 10-mal überlegen, bevor man sozusagen diese Einschränkung von Freiheit der Lehre und Forschung in Kauf nimmt oder glaubt, es ist notwendig. Das heißt, ich soll mich sexistisch
beschimpfen lassen oder rassistisch beschimpfen lassen und werden dann quasi aus dem Gericht herkommt und sagt, das ist zu verurteilen, bis dahin muss ich meine Klappe halten. Also aus meinen Erfahrungen, ja, und ich kenne die Universität Wien ziemlich gut, habe ich nicht den Eindruck, dass es an der Tagesordnung ist, dass Studentinnen oder Studenten von ihren Professoren, von ihren Lehrenden, von den Lehrbeauftragten sexistisch oder rassistisch beschimpft werden. Aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ein strukturelles. Das ist ein, das ist, Punkt ist, dass das ein strukturelles Problem ist. Nein, der Punkt ist, dass wir aber auch hier unter Beobachtung stehen. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ich weiß auch, dass er unter Beobachtung steht. Nein, Frau Vorsitzende, Sie haben gesagt. Ja, aber wir können trotzdem nicht durcheinander schreien, Herr Betzen, es hilft dir nichts. Ich wollte nur eine Beobachtung und natürlich werden Sie darauf achten, was Sie sagen. Ich sage im Allgemeinen, wenn Studierende wenn Sie glauben, dass es tatsächlich der Freiheit des Denkens nützt, wenn jeder unter Beobachtung steht. Ja? Ich weiß nicht, denken Sie einmal, wie das mit Ihnen wäre. Ja, Wenn Ihre politische Position plötzlich eine wäre, die vielleicht nicht mehr mehrheitsfähig ist und dann genau mit denselben Argumenten, ich fühle mich durch Ihre Position verletzt, Sie hätten nichts mehr zu reden. Würde Ihnen das gefallen? Es ist, glaube ich, wäre es nicht geklüger, Verhältnisse... Wieso brauchen Sie es umdrehen? Als Kantianer... Sie haben doch gesagt, Sie haben doch beide gesagt, dass man sozusagen über konkrete Sachen oder Wissenschaftsaussagen und so weiter reden soll. Dann nehme ich, ich habe ein bisschen gelesen, ich wusste nicht so viel über Sie, ich habe ein bisschen gelesen, was Sie so sagen. Und es gibt einen Text, wo Sie zum Beispiel sagen, wo Sie einen Vergleich machen, der wohl ökologisch gemeint ist, das spricht mich dann an als linke Ökologin, wo Sie sagen, wo Sie einen Vergleich ziehen zwischen der Vergasung von Juden, also Auschwitz,